Herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Lütze Automation Videoblog. Heute geht es um einen neuen CAT6A Modulträger, der sich durch eine besonders unkomplizierte und sichere Installation auszeichnet. Bei der Entwicklung des neuen High-Speed-Übergabebausteins wurden Erfahrungen der Anwender und Anregungen aus der Praxis berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein besonders einfach zu handhabender Baustein. Durch die neue Lütze CAT6A Modulträger lassen sich Datenübergabepunkte zwischen Feld und Schaltschrank noch schneller und sicherer realisieren. Zu den zentralen Vorteilen des Modulträgers gehört die deutlich vereinfachte Verdrahtung ohne Spezialwerkzeug. Mit wenigen Handgriffen, mit einer Zeitersparnis von bis zu 30% gegenüber konventionellen Modulträgern, können steckbare Profinet- oder Ethernet-Verbindungen aufgebaut werden. Selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel bei der Montage im Feld oder bei beengten Platzverhältnissen im Schaltschrank, lassen sich schnell und unkompliziert sichere Datenverbindungen aufbauen. Darüber hinaus ist die Übertragung von Versorgungsspannungen über Power over Ethernet Plus ebenfalls möglich. Der achtpolige Modulträger ist nach IEC 60152 24.1200 re-embedded getestet und ist 10 Gigabit Ethernet konform nach IEEE 802.3AN. ADA-Querschnitte von AWG 26.1 bis AWG 22.1 sowie AWG 27.7 bis AWG 22.7 können kontaktiert werden. Auch unflexible Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 9 mm lassen sich sicher mit sehr guter Schirmkontaktierung und dauerhaft optimaler Zugentlastung anschließen. Die RJ45-Buchseneinheit mit standardisiertem Keystone-Snap-In-Format verfügt über einen zusätzlichen Potentialanschluss als Funktionserde gemäß DIN 46321. Die vergoldeten Kontakte können mit einem maximalen Nennstrom von 1 Ampere je Kontakt belastet werden und sind ausgelegt für bis zu 750 Steckzyklen. Doch damit nicht genug. Der neue Modulträger erfüllt die Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94 und kann in einem Arbeitstemperaturbereich von minus 40 bis plus 70 Grad Celsius eingesetzt werden. Der durchsichtige Klappdeckel verhindert im ungesteckten Zustand eine Verschmutzung der Kontaktiere der RJ45-Buchse nach Schutzart IP20. Ohne Seitenabdeckung hat das Gerät nur eine sehr schmale Gehäusebreite von 18 mm. Dadurch können mehrere Modulträger platzsparend auf einer TS35-Montageschiene aneinandergereiht werden. Im Lieferumfang ist außerdem ein weißes 13x13 mm großes Kennzeichnungsschild enthalten. Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass der CAT6A Modulträger die industriellen Anforderungen Class EA nach ISO IEC 11801:2002 und EN 50173:1 erfüllt. So, das war's wieder mal. Die Kontaktdaten für Angebote, Produktvorstellungen oder weitere Infos stehen wie immer in der Beschreibung gleich hier unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Videoblog.